Das folgende Video entstand auf GrandRP. Link ganz oben unten in der Videobeschreibung. Ich habe sie ja noch nie gesehen tatsächlich. Echt nicht? Nee. Sie sind wohl etwas länger hier als ich. Ja, ja, ja. Ich bin ein Urgestein. Die gefallen Ihnen meine Haare? Die sind wunderschön. Ich bin aktuell Platz 1 beim Schönheitswettbewerb. Ich mache immer, wissen Sie, ich bin Breakdancer und dadurch hier, Hitze erzeugt Reibung, wissen Sie ja. Ich mag den Kerl, der ist cool. Sie sich da einmal ans Mikrofon bitte? Natürlich. Test, Test. So. Francisco Winkler. Warum möchten Sie sich denn bei uns bewerben? Weil ich die Stadt sicherer machen möchte. Warum wollen Sie denn sowas machen? Nun, ich habe in letzter Zeit festgestellt, dass die Menschen auf den Straßen keinen Respekt mehr haben. Weder voreinander noch vor der Staatsgewalt. Dies möchte ich ändern. Das klingt gut. Ja. Nennen Sie mir doch mal 3 Schwächen und 3 Stärken. Nun, ich kann gut Auto fahren. Ja. Ich kann gut durchgreifen. Ja. Ich bin konsequent. Okay. Meine Schwächen sind, ich habe keine Schwächen. Gut. Ich kann gerne mit Ihnen Ride-Along machen schon mal. Dann kann ich Sie schon mal ein bisschen mit auf Tour nehmen. Das wäre auf jeden Fall super. Wird das eine Art Praktikum? Dann gucke ich mir mal so die Arbeit an. Ja, Sie kriegen auf jeden Fall, Sie kriegen das Sprachrohr. Sie dürfen mit den Leuten reden. Immerhin etwas. Sie dürfen die auch anschreien oder vielleicht auch, ich gucke dann auch weg und so. Tschüss, verpiss dich. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Zieh Leine. Runter vom Polizeigrundstück. Würden Sie bitte den Stuhl nehmen und sich hier verdünnisieren? Mr. Nee, Affenmaske, hallo, 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 hallo. Nehmen Sie den Stuhl jetzt und gehen Sie weg. Sehr schön, vielen Dank. Wie läuft denn das hier ab morgens? Gibt es schon Einsätze so früh? Ja. Sehen Sie das? Oh, oh. Stopp! Guten Tag, hier spricht's Los Santos Police Department. Einmal rechts ranfahren, den Motor abstellen und aussteigen, bitte. Guten Tag, die Herren. Wunderschönen guten Tag. Können Sie sich denken, warum wir Sie anhalten? Ja, ich hatte einen kleinen Verkehrsunfall. Einen kleinen Verkehrsunfall? Einen kleinen Verkehrsunfall? Das war für Sie ein kleiner. Sehen Sie Ihren Wagen? Ja. Schauen Sie sich das mal an. Also. Kleinen Moment, ich bin auf, gelernter Mechatroniker, Moment. Na wunderschön, das sieht mir doch eher verkehrsbereit aus. Aber hören Sie mal, Sie können die Geschwindigkeit nicht so weit überschreiten hier mitten in der Stadt. Ja, das geht natürlich nicht. Ja, das tut mir aufrichtig leid. Also ich werde mich natürlich an die... Wie bitte? Ich kann Sie nicht hören. Ich werde mich natürlich an die angemessene Geschwindigkeit halten. Alles klar. Wunderbar. Dann noch einen schönen Vormittag, Nachmittag. Wiedersehen. Danke, das wünsche ich Ihnen auch. Ich muss sagen, das haben Sie sehr gut gemacht, Herr Winkler. Aber macht ja auch Spaß, ne? Ist schön. Helikopterlandeplatz also, ha? Guten Tag. Helikopterlandeplatz. Ist das Ihr so, Grundstück? So, so. Wie? Ist das Ihr Grundstück? Nee, das ist nicht mein Grundstück. Dann setzen Sie sich bitte in Ihren Helikopter und fliegen davon. Aber ich stand ja nicht meistens so lange. Nicht aber. Ach, Sie haben das öfter schon gemacht. Ja, natürlich. Wie oft ungefähr? Weiß nicht. 20 Mal. Dürfen Sie denn überhaupt schon Helikopter fliegen? Das ist wohl die 20-fache Strafe. Nee, ist nicht 20-fach. Ich würde sagen, festnehmen. Den nehmen wir mit. Nee, ich will nicht in den Knast. Was machen wir denn jetzt? Also, kommen Sie mal, kommen Sie mal mit. Die Zivilisten bitte einmal entfernen. Kommen Sie mal bitte mit, kommen Sie mal mit. Also, können das jetzt ganz einfach regeln, ja? Also, wir möchten dich ja nicht mitnehmen ins Gefängnis, ne? Deswegen gehen wir jetzt zurück zum Kollegen, ja? Und dann sagst du, sonst Knast, ne? Für 20 Stunden. Was? Für 20? Ich glaube, der Kollege möchte Ihnen was sagen. Ich werde nie wieder auf dem Landeplatz, hier auf anderen Grundstücken landen. Das rate ich Ihnen auch. Und jetzt setzen Sie sich bitte in den Helikopter und fliegen Sie davon. Okay. Ich glaube, der Herr, der hat meine Lizenz für den höchsten Polizeirang in der Tasche. Würden Sie mir den bitte wieder aushändigen? Ja, ich guck mal kurz. Hast du ihm mit einer Hinrichtung gedroht? Nein, mit 20 Stunden Knast. Und alle 10 Minuten muss er husten, damit wir wissen, dass er noch da ist. Na, wunderbar. Ich war schon öfter dort, ja. Da gibt's so eine Schüssel da. Da lasse ich dir mal draus saufen. Vielen Dank. Das Walkie-Talkie würde ich gerne aktivieren. Wie geht denn das? Test, Test, 1212, hallo. Ja, Test soweit bestanden. Alle Kollegen bitte sofort zum Würfelpark. Massenschießerei, Massenschießerei. Herr Winkler, bitte. Alle verfügbaren Kollegen sofort zum Würfelpark. Massenschießerei. So, ich ziehe mich schnell um, ja? Warten Sie einfach hier. Entschuldigen Sie. Hey, Cisco! Cisco! Cisco, darf ich ein Foto machen, bitte? Ich muss mir mal hier sofort wieder meine Geheimuniform anziehen, ja. Wei, oh wei. Aber der Herr Winkler arbeitet hier, oder?
Das geht sie nichts an. Okay. Wollen wir was trinken gehen? Trinken Sie gerne Alkohol? Oh, während dem Dienst weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ach nee, dann lieber nicht. Also, über uns steht ja eh keiner, ne? Wir können uns das ja theoretisch erlauben, aber... Ach komm, wir gehen mal trinken, komm. Sag mal. Ja. Eine Sekunde mal. Hallo? Ach, guck mal, die Clowns vom Zirkus. Ach, oh Gott. Das oh von... mein Gott, Cisco! Es ist echt immer wieder schön, ne? Egal, wo man hingeht. Komm, holen Sie schnell Alkohol. Wir brauchen das. Eine Minute, 37 Sekunden später. Haben Sie was bekommen? Auf geht's. Naja. Machen Sie sich vom Acker mit der Schweinemaske, sonst müssen wir Sie töten. Oh, ja, kurze Frage, ey. Für euch? Fahr weg! Ich hab jemanden. Ey! Fahr weiter! Digga, du hast einen Stern, Mann! Steig aus! Was habt ihr für Mitarbeiter bei euch? Hallo? Hallo! Oh, was ist denn hier los? Haben Sie jetzt Alkohol dabei? Natürlich, Wodka und Bier. Was wollen Sie haben? Ich nehme Woddy. Jim Beam und Woddy. Ganz miese Story. Wodka Schotka. Ohohoi. Oh, mir geht's aber auch nicht. Das ist aber. Och du. Ey, das ist ja noch schlimmer als auf den anderen Start, wo ich war. Ach du Scheiße. Oioi. Ich würde sagen, Sie fahren mal ein bisschen woanders hin oder machen wir mal eine Verkehrskontrolle. Oh. Auf geht's. Das ist aber nicht so gut. Ey, das ist nicht gut. Muss ich Ihnen meinen Führerschein wegnehmen? Befehle müssen befolgt werden. Stopp. Das gibt eine Rüge. Einmal rechts ran, bitte. Rechts ran fahre. Gerade langsamer. Guten Tag. Stopp. Hallo? Sie sind selber betrunken und fahren Auto. Och, da komme ich nicht hinterher. Das vergessen wir. Machen Sie mal gerade. Ich hol den. Den kriege ich noch. Oh. Ich komme mit. Einsteigen, schnell. Wo ist er hin? Das war doch der Fahrer. Wow. War lustig, Herr Winkler. Gerade eben kannte ich Sie noch gar nicht und jetzt sind Sie schon mein Achtung! Vorgesetzter. Oh, jetzt kommen Sie mir nicht zu nahe. Ich bin ganz schön... Mir ist ganz schön schlecht. Sonst kotze ich ihn auf Ihr Hand. Ich habe Sie leider nicht verstanden. Officer. Hände hoch. Officer. Hände hoch. Hände hoch. Machen Sie doch Ihre Hände hoch. Digga. Ehrenmann, Polizist, Bruder. Was ist denn hier los? Digga, was fällt dir eigentlich ein, auf mich zu schießen, ja? Ich hab nicht auf Sie geschossen. Ich hab auf jemanden geschossen mit einer Schweinemaske. Hallo. Ja, das bin ich gewesen. Das könnte ja jeder sagen. Alter. Nee, glaube ich nicht. Komm, hallo, können Sie bitte die Handschellen wieder abnehmen? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Sie nehmen Sie sofort die Handschellen bitte wieder ab. Was soll denn? So, wir fahren dann, ja? Ja, Sind mein Vorgesetzter, soll ich ihm die Handschuhe abnehmen oder nicht? Nein, nehmen Sie ihm die nicht ab, der wird mich umschießen. Digga, natürlich werde ich sie abschießen, Digga. Wie kann man nur so schlechte Mitarbeiter haben? Tschüss. Der ist erst seit eben hier. Sekunde, ich habe hier gerade ein paar Probleme. Kann ich Ihnen dabei helfen? Das ist kein Kletterpark. Da, geh auf den Tisch. Aber kein Kletterpark, okay? Nee, Sie können mir nicht dabei helfen. Sehen Sie nicht, dass ich gerade, Geht's dir nicht gut, Herr Winkler? So kam ihm der Wodka nicht. Okay, ihr müsst vielleicht doch... Runter. Um Gottes Willen. Alles super. Lassen Sie sich von mir versichern, es ist alles in bester Ordnung. Oh, was ist denn hier passiert? Ein Verkehrsunfall? Können wir helfen? Können Sie mich mitnehmen? Ich habe starke Schmerzen. Schmerzen. Hören Sie mich überhaupt mit den Kopfhörern? Setzen Sie die mal ab, sonst muss ich so schreien. Ja, ich höre Sie. Was ja, ist denn los? Setzen Sie die mal ab. Kann ich nicht, die kleben auf meinen Kopf fest. Alles klar. Ja. Alles klar, tschüss. Können Sie mich mitnehmen? Wohin? Na klar, machen Sie es gut. Steigen Sie ein, ich helfe Ihnen. Im Knast hebe ich sogar gerne die Seife auf, gar kein Ding. Aber der Herr, der Fahrer, Ich hoffe nicht, dass die Leute überfahren. Nein. Der Fahrer, mal kurz eine Frage. Hätten Sie vielleicht 1,6 Millionen für mich, zufällig? Aber Sie werfen mich doch bestimmt nicht raus, oder? Okay, machen Sie es gut. Oh. Herr Winkler? Das war nicht gewollt. Ich muss sagen, Sie haben wirklich grandios eingeparkt. Das war... Sie haben Ihre Officerprüfung bestanden, top. Scheiße. Herzlichen Glückwunsch. Oh, au. Oh. Oh. Naja, aber ich habe unserem Kollegen geholfen. Sehen Sie. Wo ist denn der? Hier, da. Das passiert immer mit Leuten, die komischerweise mich anhalten und dann immer mitfahren möchten, weil sie meine Stimme gehört haben. Ja. ATM-Überfall, steigen Sie ein. Oh, das ist direkt hier, Den Fahrer hat's weggescheppert. Ich glaube, ich weiß schon, wer das hier war. Sehr gut. Ich hätte gedacht, dass sie den umfahren. Nein. Oh, Mann.
warte mal, was will denn der Gelbe jetzt hier? Lass mal fragen. Können wir helfen? Wir reden mal. Können wir irgendwie helfen? Fahren Sie mal bitte hier ran. Was ist los mit Ihnen? Ich wollte Sie eben fragen, ob Sie Bock auf ein Rennen haben. Natürlich haben wir Bock auf ein Rennen. Fahren Sie. Machen Sie sich ein paar warme Gedanken. Denken Sie einfach an mich in Unterhosen. Mit Herzchen drauf. Oh, das funktioniert sogar. Aber bitte passen Sie auf, ja? Also einfach unter den Gürtel klemmen. Wir wissen doch beide, dass es keinen anderen Weg gibt. Moment mal, was? Moment. Das kann doch nicht sein. Wie, das geht nicht? Die haben das hier ein bisschen höher gebaut. Ja, hast recht. Ja, ja. Die haben... Geht's Ihnen gut? Ich bin weich gelandet im Busch. Meine Güte, ist das hier rutschig. Ach, Mensch, Herr Ortega, grüße Sie. Wir haben hier einen neuen Officer, den Herrn Winkler. Schönen guten Tag. Ja. Wir können uns mal das Fort St. Kudo angucken, der würde das gerne mal sehen. Winkler, Rainer oder wie? Nee, Francisco Winkler. Der wohnt in der Drachenschanze. Ach so, nicht mehr. Nee, die gibt's nicht mehr, Herr Siefried. Die ist abgerissen. Da kann man jetzt Steine auf eBay kaufen von. Ja. Wirklich? Ja, ja, hat er dann für Steine reingestellt vom Haus. Ja, ich müsste trotzdem von Ihren beiden einmal den Dienstausweis sehen dann. Gerne doch. Ja. Alles dann, klar. Dann warten Sie kurz, Herr Siefried, ich muss das ja durchfunken. Ja. Alles klar, wir warten. Wir warten. Oh, die haben neue hier Folierungen. Waren die nicht mal hellbraun? Weiß ich nicht, die haben neue Folierungen und die haben auch neue, wie heißt denn das? Kostüme. Folierungen und Kostüme, genau. Ja, aber hier kann man doch irgendwo auch eintreten. Hier in den Turm. Glaube, Turm? Kann man hoch. Hier durch die Tür durch? Nee, ach, das ist hier gar nicht offen. Ja. Super. Yeah. Kein Problem. Wenn wir auf der anderen Seite rausfahren, dann können wir dem Herrn Ortega noch Bescheid. Oder warte mal, wir können dem hier vorne Bescheid geben, dass wir das Fort wieder verlassen. Natürlich. Ich mach das auch sowas von gerne. Das ist einfach ein schönes Gefühl. Nun, zurück in die Stadt. Hier hat einer wieder aufgestellt, gerade wo wir weg waren. Das waren die Arbeiter aus Mexiko. Oh. Uiuiuiui. Uiuiui. Oh, oh, ui. Uiuiui. Sie haben noch Reparaturkästen, oder? Ja, ja. Ach nee, ich habe keine gekauft. Polizei, anhalten. Stopp! Sofort. Scheiße. Den am Fahrrad. Dann musst du die einmal anhalten, genau. Ah! Super, schön, aua, dass wir uns so gut verstehen. Ja, mir geht's gut. Was gibt's da zu lache? Entschuldigung. Was gibt es da zu kischer? Entschuldigung. Entschuldigung, Officer, der junge Mann da hinten hat uns gerade eben bedroht und ist eingestiegen und hat uns sehr bedroht gefühlt. Ich wäre an Ihrer Stelle mal ganz leise, Ihre Scheiben sind kaputt. Wie bitte? Ihre Scheiben sind kaputt! Ihre Scheiben sind kaputt! Ey, was schießen Sie auf mein Auto? Völlig verloren. Problem gelöst. Ist alles in Ordnung? Bei mir oder bei dem Typen auf dem Fahrrad? Ich glaube, dem Herrn geht's gut. Entschuldigung. Mir geht's gut, ja. Jetzt nicht mehr. Ah, muss das sein. Fahrradweg, ja. Fahrradweg, bitte. Ja, ja. Tja. Ach komm, lass mich doch einfach gehen jetzt. Fahren Sie jetzt, los. Ey, ernsthaft? Jetzt steigen Sie auf Ihr Fahrrad und fahren Sie weg. Scheiß Bullen, Alter. Digga, ist okay jetzt.